Aloha, meine Lieben, und willkommen zu Five Nights at Freddy's 4, präsentiert von Celine, a.k.a. Queen Nerdidala. Ich war völlig perplex, dass Five Nights at Freddy's jetzt draußen ist. Ich war gerade bei Steam unterwegs und denke mir, was? Es sollte doch am 31. Oktober kommen. Scheint jetzt aber früher draußen zu sein. Ich spiele das jetzt mit euch und diesmal mit Facecam. Ich weiß, dass viele von euch das gerne haben und, ja, ich versuche das jetzt mal mit Facecam. Ich weiß nicht, was auf uns wartet. Ich weiß nur, dass es jetzt irgendwie bei uns zu Hause spielt. Nicht mehr bei Freddy Fazbear. Und wir starten jetzt einfach mal. Hier habe ich gerade nur mal geguckt, ob alles so klappt mit der Aufnahme. Und wenn ich so hoch gucke, da ist die Kamera. Ich muss gucken, ob das alles so stimmt. Und ja, wir starten mal. Five Nights at Freddy's. 5 days until the party. Okay. Kann ich was machen? Nein. What did he do this time? He locked you in your room again. Don't be scared. I'm here with you. Oh, sind wir der heulende Junge? Oh nein. These are my friends. I hope, dude. Ich finde das ja, also ich fand das ja schon, oh, wer lacht denn da so ätzend? Oh, guckt der mir hinterher, der Bär? Oh, wundervoll. Das finde ich, not creepy at all. Okay, gehen wir mal dahin. Oh nein, wir weinen wieder, ich kann es verstehen. Ja, ich check's noch nicht so ganz. Kann ich noch irgendwas machen? WASD stand da gerade. Oh. Tomorrow is another day. Night one. Was? Click here to run to the... Oh, nicht euer Ernst. Oh. Close doors. Hold shift. Use flashlight. Hold control. Press X to hide tips. Shift und control. Oh mein Gott. Warning. Listen carefully. If you hear breathing, close the door shut. If you don't hear breathing, then use your flashlight. Flick mouse downward and return. Oh mein Gott. Flick mouse. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich hab's noch nicht so ganz drauf. Oh nein, der macht die Kamera immer. Ich glaube, es wird schwierig mit dem Sprechen manchmal. Oh mein Gott. Was ist hier? Moment, ich muss das mal mit X wegmachen. Oh, das ist ja ein Albtraum, ey. Oh, sorry, mein Handy. Okay, ich höre. Wieso können die Animatronics jetzt atmen? Ach du Scheiße. Ich habe es noch nicht so ganz raus. Ich lande auch manchmal in meinem zweiten Bildschirm, was total scheiße ist. Oh mein Gott.
Ah, das ist ja wie PT hier. Was tut ihr diesem armen Kind an? Ernsthaft? Ich muss immer ein bisschen horchen, wenn ich die Türen aufmache. Boah, ich habe jetzt schon schwitzige Hände, ey. Es ist noch nichts passiert und ich könnte jetzt schon ausrasten. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder in dem anderen Bildschirm gelandet. Das ist aber denkbar ungünstig, wenn ich da immer. Oh, jetzt habe ich nicht gehorcht. Das hätte auch schief gehen können. Aber ich scheine unbegrenzt Batterie zu haben. Also hinter meinem Gesicht ist. Oh wow. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Oh. Habe ich hier Atmen gehört? Ob ich das hier richtig mache, keine Ahnung. Das. Was war das denn? War da gerade was? Ich habe irgendwas weghuschen sehen. Leute, bin hier das am Rande des Wahnsinns gerade hier unterwegs, ne? Nein! Jetzt habe ich schon wieder da rausgeklickt. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist ja ein Albtraum. Das ist ja total schlimm. Da ist doch gerade was weggehuscht, oder nicht? Oder bin ich jetzt paran. Wieso kann ich denn da jetzt nicht mehr hin? Da war kein Atmen. Ich habe Schritte gehört, aber kein Atmen. Das, nein, nicht New Game. Oh, ich bin so blöd. Moment, ich mach mal. So, Leute, jetzt continue. Ich hoffe, ich habe das zusammengeschnitten. Ich habe falsch geklickt. Albtraum. Night. One. Okay, ich hab's echt nicht gecheckt, ey. Okay, ich mach mal die Dingens wieder weg. Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Ich hab da wirklich kein Atmen gehört, Leute, ohne Scheiß. Oh Gott. Ich meine, dieses Kind, das ist doch schon dafür prädestiniert, völlig gestört zu sein irgendwann. Also, pass auf, es kann. Oh mein Gott. Also, was ist denn das hier hinter mir? Da kann auch was sein, oder was? Oh Mann. Ich habe da wirklich gerade kein Atmen gehört. Es tut mir leid, wenn ich etwas wortkarg bin gerade. Aber ich check's noch nicht so wirklich. Ich muss horchen. Okay, diesmal geht es also total auf Sounds, ja? Sehe ich. Richtig, das Spiel. Oh mein Gott, wieso sind die mir gefolgt? Wieso sind die jetzt bei mir zu Hause? Was ist hier los? Oh, ich höre ein Radio. Warum höre ich ein Radio? Ich habe ein Radio gehört. Was hat das denn zu bedeuten? Oh mein Gott, ich habe so schwitzige Hände, das glaubt ihr mir nicht. Muss ich noch auf was anderes in diesem Raum achten?
Gibt's hier ein bestimmtes Pattern? Oh, wow. Das ist ja voll Psycho, dass das jetzt bei uns zu Hause ist hier. 2 Uhr. Ja, ich hab die, also in der ersten Nacht, da bin ich ja normalerweise immer so durchgekommen. Was soll der Scheiß? Oh Gott. Leute, das ist nicht cool. Hier war doch vorhin auch was auf dem Bett oder habe ich mir das eingebildet? Habt ihr das auch gesehen? Nee, nee, nee. Oh Gott, ey, mir rutscht gleich meine Maus aus der Hand. Komm. Dieses Telefon-Gesicht ist auch sehr, sehr wunderschön da. Okay, jetzt. Nein! Hallo! Ey, dass ich hier immer rausklicke, das tut mir wirklich so leid. Ey, ich. Moment, ich habe schon wieder Schritte gehört hier. Ich habe so ein Radio gehört. Soll das das Breathing sein? Nee, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig war, Mann. Was war das denn für ein Vieh, bitte? Ich weiß nicht, ob ich die Tür jetzt richtig zugemacht habe oder nicht. Ich weiß das einfach nicht. Das ist so anders. War das Atmen? Ey, Leute, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Ich weiß nur, dass ich hier gleich einen Löffel abgebe. Das ist so fucking freaky. Was ist das? Also, wie gesagt, keine Ahnung, ob ich das jetzt gerade richtig gemacht habe oder nicht. Was sind das hier für Dämonen, Freddys? Ey, das ist ja. Das braucht ja wirklich kein Arsch. Nein, komm. Das hört sich an wie ein Radio. Soll das das Atmen sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Alter, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich hier nicht so viel spreche. Aber ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Was kann denn. Oh, können die mich irgendwann anfallen, diese Viecher? Was ist das hier? Wer lässt sich denn sowas einfallen? Was kann denn hier in dem Schrank sein? Oh, was ist mit der Uhr los? Oh Gott. Oh Gott, wir haben Nacht 1 geschafft. 4 days until the party. Oh, meine Lieben, wir machen hier mal einen Cut. Wir haben jetzt, you know he's hiding again. Bevor ich hier irgendwas weiterklicke, das war Nacht 1. Ich hoffe, dass wir Nacht 2 auch irgendwie überstehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die, als ich die Türen zugemacht habe, ob das richtig war, oder ob da gar nichts gewesen wäre. Ich weiß nur, dass ich beim ersten Mal einen fucking Herzinfarkt gekriegt habe. Und wow, das ist ja super. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich hier vor das Ding gehauen. Das ist ja einfach nur hammer creepy. Und ja, wir schauen mal, wie wir uns weiterschlagen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim zweiten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Aloha.